Können Sie sich konkret an den Tag erinnern, als Sie erfahren haben, dass die Wehrmacht in den Niederlanden eingefallen ist? Ja, und das war so, das war am 5. Mai 1940. Und es war ein schöner Tag, die Sonne hat geschienen und alles. Und es sind all die Leute bei uns aus der Straße, an der langen Straße. Und die haben da geguckt, was da los in der Luft war. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Flugzeuge gesehen, die da bei uns rübergegangen sind. Ich wohnte ziemlich nah an der Nordsee. Ja. Und wir haben uns da, also ich habe nicht gewusst, was ein Krieg ist, weil ich sage bei uns in Holland Oorlog. Aber ich habe es nicht mitgemacht. Ich konnte es nicht sagen. Nicht? Und das war natürlich enorm, die Flugzeuge da zu gehen, zu fliegen. Und dann bin ich nachher mit meinem Vater, wir sind in derselben Weg, bin ich arbeiten gegangen. Ich war ja in einer großen Firma beschäftigt. Und da sind so Lichtkugeln da rumgegangen. Nicht? Aber ich habe nicht gewusst, was das war. Ich habe es auch nicht erfahren. Aber ich weiß nur, dass in dem Geschäft, wo ich gearbeitet habe, das war so groß wie hier der Kaufhof. Und das hat Bijenkorf geheißen, also Bienenkorb. Ne? Und da mussten wir schon Proben machen, um in die Keller zu kommen. Da waren auch viele, viele Leute, die da beschäftigt waren. Nicht? Und da habe ich dann, aber ich habe noch nicht das Gefühl gehabt, was da los ist. Ne? Bis das dann 5 Tage hat bei uns der Krieg gedauert, dass die Soldaten von Deutschland nach Holland gekommen sind. Und vor allen Dingen in Arnhem, an der Grenze Deutschland-Holland, da sind die meisten Gefechte gewesen. Ne? Und so ist es dann ein bisschen weitergegangen. Und dann in Rotterdam, das ist eine große Hafenstadt gewesen. Und ich habe in Den Haag, das war noch ein bisschen ziemlich hinter mich, hat noch der Königin Wilhelmina gewohnt. Ne? Und dann haben wir, ist dann die Prinzessin Juliana geboren. Und dann war das ein kleines Palais. Ne? So. Und weiterhin haben wir dann dus die erste Zeit, das waren 5 Jahre, ist das natürlich, mussten wir immer abends bezahlen von der Straße weg. Ne? Darf man nicht mehr irgendwo hin. Wie war das? Sie waren auf den Überfall vorbereitet oder? Nein, überhaupt nicht. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, was Krieg oder bei uns, wie man sagt, Oorlog war. Das hab ich nicht. Ich hab Arbeit gehabt und bin jeden Tag auf die Arbeit. Mein Vater ist mit mir so ein Stück mitgelaufen, weil ich auch in die Gegend gearbeitet habe. Aber so viel habe ich von der Krieg nichts. Es ist halt nur, sie haben ein paar Jahre nachher haben sie unsere Straße abgesetzt und haben einen deutschen Soldat da hingestellt, quer. Nicht? Aber wir durften keine Fenster aufmachen. Wir hatten so Fenster, die wir so hoch geschoben haben. Und da durften wir nicht rausgucken. Eine Nachbarin von uns, die hat das wohl gemacht und die haben sie dann erschossen, weil die ihr Kopf aus dem Fenster hat. Ne? Und dann sind sie Haus für Haus sind sie rein und haben geguckt, was da an junge Leute oder und mein Vater musste auch zu Hause bleiben. Aber die waren natürlich ein Stück älter. Sie haben nur junge Leute gebraucht, um nach Deutschland zu schicken. Und ich habe ja 2 Brüder gehabt, die mussten dann weg.